Ist das Information? Oder kann das weg? Der Podcast mit Robert Bodi und Gerald Hüther. Die Nachrichten. Nachrichten. Ja, hallo und einmal mehr willkommen zu Ist das Information oder kann das weg? Diesmal greifen wir in dieser Ausgabe nach der Zeitung mit den großen Buchstaben. Gerald Hüther. Weniger essen, gleich länger leben. Das ist eine Überschrift, wie wir sie gewohnt sind, von der Bild-Zeitung. Und ich weiß, dass das ein Thema ist, das dir auch sehr am Herzen liegt. Hat dich also mehr als die Schlagzeile sieht man ja auf den ersten Blick gar nicht. Aber hat dich das berührt und wie hat dich das berührt? Das habe ich rausgesucht, weil ich selbst mal, als ich noch als experimenteller Hirnforscher unterwegs war, Experimente gemacht habe, wo Ratten nur die Hälfte dessen als Futter bekommen haben, was sie normalerweise freiwillig fressen. Den legt man ja da immer so das Futter in den Käfig, dann können die fressen, was sie wollen. Und dann kann man gucken, wie viel sie täglich fressen. Und wenn man ihnen nur die Hälfte gibt, werden die plötzlich viel agiler, viel lebendiger. Und es gibt eine ganze Reihe von Studien, die dann zweifelsfrei nachweisen, dass die auch länger leben, seltener krank sind. So dass es hier ein allgemeines Prinzip zu sein scheint, dass sogar Ratten sich überfressen können und dann früher sterben. Das wusste ich schon immer. Und ich habe da auch noch eine ganze Reihe netter anderer Dinge dabei herausgefunden, dass nämlich auch diese Nahrungsrestriktion, wie das so heißt, dass die Aktivität dieses serotonergen Systems im Hirn, was gewissermaßen unsere Verarbeitungsprozesse im Hirn immer wieder harmonisiert und zusammenführt. Die wird gestärkt. Deshalb geht es einem dann, wenn man jetzt zum Beispiel in eine Fastenperiode geht, eigentlich nur 2 oder 3 Tage ein bisschen schlecht. Da hat man Hunger. Und dann verändert sich die Aktivität dieses Systems so, dass dieser Harmonisierungseffekt des serotonergen Systems stärker wird. Es wird mehr Serotonin gebildet und ausgeschüttet und man fühlt sich plötzlich irgendwie harmonischer, in sich ruhender. Und das ist auch das, was Leute berichten, wenn sie freiwillig fasten, dass sie dann in so einen Zustand fast euphorischer Gelassenheit kommen. Und das hatte mich damals interessiert, deshalb hatte ich diese Experimente gemacht. Am Rande sei nur erwähnt, dass ich dann auch noch von einem Rechtsanwalt in Hamburg angezeigt worden bin wegen Tierquälerei, weil im Denken der normalen Menschen es eben nicht in Ordnung ist, wenn man einem Tier die Nahrung etwas beschränkt und es daran hindert, dass es sich überfrisst. Das konnte ich dann schnell aus der Welt schaffen, indem ich diese Studienbelege dorthin geschickt habe und da war dann auch Ruhe. Aber das sieht man mal, wie die Leute reagieren. Die finden das Tierquälerei, wenn man einem Tier nicht, so viel zu fressen gibt, wie es will, sondern ein bisschen weniger. Ja, wir empfinden das ja auch als Menschenquälerei, wenn wir selber uns nicht satt essen können oder darüber hinaus sogar. Richtig, aber unsere gesamte Evolutionsgeschichte, also die gesamte Geschichte der Menschheit und natürlich auch die der Ratten, war nicht gekennzeichnet von Überfluss. Unser Körper ist dafür gemacht, mit Mangel zurechtzukommen. Und alle Regulationsprozesse, die wir haben, kommen dann richtig in Gang, wenn es nicht genug gibt. Dann müssen die arbeiten. Wir haben zum Beispiel solche Enzyme in unserem Körper, die dafür zuständig sind, Radikale abzubauen. Und Radikale sind sehr gefährlich, die schädigen die DNA. Deshalb sucht man immer nach sogenannten Radikalfängern. Die findet man natürlich auch und die werden dann als Nahrungsergänzungsstoffe auf dem Markt angeboten, bis dann vor ein paar Jahren eine Studie aus Dänemark gezeigt hat, dass je mehr man von diesen Radikalfängern isst, die eigenen Abwehrmechanismen, also die eigenen radikal abbauenden Enzymsysteme heruntergefahren werden, sodass das am Ende schlimmer ist als vorher. Der Körper ist auf die Erhaltung seiner Integrität auch unter schwierigen Bedingungen programmiert. Und wenn wir die Bedingungen jetzt auf einmal erleichtern, indem alles möglich wird oder man die Radikalfänger dann von außen zuführt, dann hört der auf zu arbeiten. Und dann ist vorprogrammiert, dass man an irgendwas krank wird. Und das gilt eben auch für die Ernährung. Man kann das auch für das Gehirn
natürlich in Betracht ziehen, in dem Augenblick, wo wir alles das, was wir normalerweise mit unseren gedanklichen Leistungen vollbringen, an Maschinen abgibt, in Klammern künstliche Intelligenz, baut es sich da oben ab. Wozu brauchen wir das denn noch? Der Körper ist ein Energiesparorgan und der versucht natürlich nicht unsinnigerweise da Strukturen zu erhalten, die nicht mehr gebraucht werden. Und deshalb hilft dem Körper die Nahrungsrestriktion, um seine Fähigkeiten zu mobilisieren, Stoffwechselprozesse so zu steuern, dass das hocheffizient ist, mit dem Ergebnis, dass man dann gesünder wird. Und dann am Ende auch noch länger lebt. So, das hat diese Bild-Zeitung nun mal richtig als Schlagzeile dahingeschrieben. Und ich fand es erstmal ganz nett, dass das mal bekannt gemacht wird. Wahrscheinlich dauert es nicht lange, bis dann der nächste Wissenschaftler kommt und sagt, Nahrungsrestriktion sei furchtbar, weil es gäbe ja auch schließlich, und das stimmt natürlich, sozusagen vor allen Dingen im Alter dann Schwierigkeiten, dass die Nährstoffe alle gut durch den Darm durchkommen. Also dann kommen garantiert wieder die Einwände. Aber darum geht es nicht. Es geht um etwas Prinzipielles, nämlich darum, es geht darum, dass Überfluss für das Leben keine gute Idee ist. Nun leben wir ja in einer Zeit, Gerald, in der viele Menschen sich sehr bewusst Gedanken über ihre Ernährung machen und dann zu teilweise lustigen Dingen greifen. Zu Nahrungsergänzungsmitteln, die hast du eben schon erwähnt, zu Konzepten wie sich vegan ernähren, sich vegetarisch ernähren, keine Kohlenhydrate essen, Fischölkapseln schlucken, all diese Sachen, die man da machen kann. Und das wird ja alles einzeln auch empfohlen in Veröffentlichungen von Studien, die einzelne Aspekte beleuchten. Liegt die Lösung dieser Komplexität des sich selbst Ernährens, wenn ich das mal so nennen darf, die wir heute zu haben scheinen. Jeder hat irgendeine Glaubensideologie, wie das nun richtig sei, sich zu ernähren. Die verändern sich dann auch schon mal, je nachdem, was schmeckt. Ist es nicht viel einfacher? Können wir nicht einfach sagen, wir können uns ganz normal, in Anführungszeichen, da müsste man dann beantworten, was ist ganz normal, ernähren, nur einfach ein bisschen weniger. Das ist ja auch im Grunde keine neue Erkenntnis. Wenn einer nur Chips isst, dann nützt es am nichts, wenn er davon weniger isst. Also das muss schon ein breites Spektrum von unterschiedlichen Nahrungsmitteln sein, was man da zu sich nimmt. Natürlich möglichst gesund und möglichst auch genug Vitamine und alles das, was da an Stoffen drin ist. Aber das ist normalerweise der Fall. Da ist überall mehr drin, als wir brauchen, wenn man nur sozusagen darauf achtet, dass das ausgewogen ist und vielfältig, was man da zu sich nimmt. Und dann braucht man sowas nicht. Wenn es so immer wieder Studien gibt, die sagen, das braucht man noch und das sollte man noch zuführen und das sollte man noch machen, dann muss man sich genauer angucken, wie lange die in der Welt sind und wie schnell es dann oftmals geht, dass die dann schon wieder überholt werden durch andere Studien. Und der Hintergrund ist relativ banal, den haben wir beide ja gut verstanden. Und das ist ja auch der Grund, weshalb man nicht solche Erkenntnisse allzu bekannt macht, dass durch Nahrungsrestriktion das Leben verlängert werden könnte. Man will ja Geld verdienen. Es kann ja keiner damit Geld verdienen, dass er den Leuten sagt, esst weniger. Lieber die Zusatzstoffe und die besonderen Diäten und noch eine Diät mehr und dieses und jenes. Überall ist das Geschäftsinteresse durchscheinend. Und das Interessante ist vielleicht für alle, die an die Glaubwürdigkeit wissenschaftlicher Befunde immer noch glauben, die meisten dieser Befunde sind unter Bedingungen erhoben worden, die entweder für den Menschen nicht relevant sind oder für das Ernährungsverhalten nicht relevant sind, die also im alltäglichen Leben so gar nicht stattfinden. Ich erinnere mich an eine Studie, da haben sie Ratten mit schimmeligem Brot gefüttert und das Brot war völlig verschimmelt. Und die haben auch nichts anderes gekriegt als dieses schimmelige Brot. Und dann hieß die frohe Botschaft, das Essen von schimmeligen Sachen führt zu Krebs. Die haben dann nämlich mehr Krebs bekommen. Aber wer isst denn den ganzen Tag Schimmel?
Und deshalb, wir versuchen das zu vermeiden. Ja, aber dann muss man fragen, warum wird so eine Studie gemacht? Und dann sieht man relativ schnell, es ist natürlich ganz günstig, wenn man die Angst der Bürger in großen Mengen davor erhöht und schürt, dass eventuell etwas verdorben sein könnte. Dann werfen die das weg und kaufen was Neues, weil sie gehört haben, oh, das ist jetzt hier Schimmel und da kriegt man Krebs von. So, also und man neigt dazu. Genau, man neigt dazu, dann auch eventuell, wenn man diese Angst hat, mehr zu industrialisierten Produkten zu greifen, zu Lebensmitteln, die halt aus industriellen Prozessen kommen und nicht einfach vom Feld, weil man denkt, dann ist man eher geschützt gegen zum Beispiel Befall von Schimmel. Wir erleben doch hier was zum Beispiel auch in der Hirnforschung ähnlich in den letzten Jahrzehnten geschehen ist, dass nämlich uralte Weisheiten bestätigt werden. Die Einsicht, dass man sich nicht vollfrisst, in Anführungszeichen, die ist auch wirklich nicht neu. Es gibt zum Beispiel ein uraltes japanisches Prinzip, Ikigai, da gibt es auch wunderschöne Bücher zu, das belegt, dass gerade in den Populationen weltweit, in denen die Menschen am ältesten werden, durchschnittlich, die Menschen sich eben nicht vollfressen, sondern essen, bis sie nicht mehr hungrig sind und nicht, bis sie satt sind. Das ist schon mal ein wesentlicher Unterschied, dass diese Menschen vor allem natürliche Lebensmittel verspeisen und nicht industriell produzierte. Alles nicht neu. Ja, das ist alles nicht neu und es ist aber nicht kompatibel mit dem Wunsch, Geld zu verdienen. Und deshalb erleben wir das Gegenteil im Tagtäglichen. Und jetzt können wir die Zuhörer nur ermutigen, es einfach mal auszuprobieren, weil ich sehr viele Menschen kenne, ich gehöre da auch mit dazu, die haben das irgendwann mal ausprobiert und haben dann festgestellt, dass dieser halbhungrige Zustand ein sehr angenehmer Zustand ist. Also wenn ich so vollgefressen bin, geht's mir eigentlich nicht gut. Das ist körperlich kein gutes Gefühl. Das kennen wir alle. Ja? Ja, aber wenn ich dann nicht so vollgefressen bin, also eigentlich in einem Zustand bin, wo der Normalbürger schon wieder anfangen würde, sich was zu suchen, was er nun wieder essen kann. Und ich mache das dann aber nicht, dann merke ich, dass ich viel kreativer bin, dass ich viel aktiver bin, dass ich viel lebendiger mich fühle. Ich spüre mich auch viel besser, es geht mir viel besser. Das heißt, im Grunde genommen könnte das jeder auch noch in sich selbst wiedererleben, dieses Gefühl. Aber dazu braucht er Ermutigung. Und ermutigend ist es nicht, wenn man ständig den Menschen erzählt, was sie alles essen sollen und was sie nicht essen sollen und welche Diäten und die beste ist, sondern ermutigend wäre es, wenn man ihnen eben ein bisschen Mut machen würde, auf sich selbst zu achten und dieses Gefühl wieder zu erleben, was man hat, wenn es einem gut geht. Ich glaube, dass es viele Menschen gar nicht mehr spüren, wenn es ihnen körperlich, wenn der Körper ihnen sagt, so ist es richtig, so ist es gut. Weil dann würden sie auch sich mehr bewegen. Wenn sie das spüren würden, wie man dann eigentlich ganz steif wird und wie der Körper dann ständig ruft, hey Kumpel, beweg dich mal ein bisschen, das ist Mist, dass du hier den ganzen Tag vorm Rechner sitzt. Das spüren die nicht, weil es ist ihnen wichtiger, ihre Aufgaben zu erfüllen und das, was sie sich so vorgenommen haben, durchzuziehen, also ihre Vorstellungen zu verfolgen, als dass sie auf sich selbst und ihren eigenen Körper hören. Jetzt habe ich nur noch ein Problem als Journalist. Die Bild-Zeitung gehört nicht zu den großen Ermutigern in unserem Land. Es sind eigentlich eher die Leute, die anderen Angst machen. Warum kommen die jetzt mit so einer ermutigenden Nachricht? Was glaubst du? Also ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Aber ich habe beobachtet, dass die Bild-Zeitung immer mal Spaß daran hat, gegen den Strich zu bürsten. Das heißt, alle sind so unterwegs und dann müssen die was dagegen setzen. Und das kann manchmal für die betreffenden anderen Medien und diejenigen, die da als Lobbyisten stehen und ihre Sachen verkaufen wollen, ungünstig sein. Das ist aber der Bild-Zeitung egal. Hauptsache ist, dass sie mal mit etwas kommen, was anders klingt als das, was alle anderen sagen. Und in dem Falle hätten sie da einen wichtigen Beitrag geleistet, ohne das zu wollen. Die Absicht ist garantiert nicht gewesen, dass sie uns Menschen daran erinnern, dass es nicht so gut ist, ständig Dinge in uns reinzustopfen.
Trotzdem eine Information, die eben nicht weg kann. Egal, ob nun vorsätzlich oder nicht, aus guter Absicht oder aus Fahrlässigkeit. Das ist sicherlich eine ganz einfache Information. Esst doch einfach mal nicht so viel, die man ganz gut gebrauchen kann. Ja, sie bringt aber einen Punkt durcheinander, den wir mal in unserer Auflistung genannt haben. Nämlich, man soll auch immer nach der Absicht fragen, die der betreffende Verbreiter der Information verfolgt. Und hier hätten wir mal ein schönes Beispiel dafür, dass die eigentlich eine ganz andere Absicht verfolgen und trotzdem das Richtige machen. Ja. Kann auch passieren. Ja, soweit zu dieser Ausgabe von Ist das Information oder kann das weg? Gerald, es war wieder ein Vergnügen, mit dir zu reden. Das ist ganz auf meiner Seite. Ich grüße alle, die uns hier zugehört haben. Eine schöne Zeit.